Ja, hallo liebe Bitcoin- und Krypto-Fans. Heute gibt es nochmal ein Update zu CoinPod. Zu CoinPod habe ich bisher schon, ich glaube, zwei Videos habe ich da gemacht. Erstmal hatte ich euch da diese Faucet-Seiten vorgestellt und dann kam irgendwann ja noch Bitcoin Cash dazu. Und jetzt gibt es wieder eine Neuerung bei CoinPod und darauf möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Kurz für diejenigen, die jetzt das zum ersten Mal sehen, also schaut euch da vielleicht nochmal meine beiden alten Videos an, die ich zu CoinPod gemacht habe. Also was sind Faucet-Seiten? Faucet-Seiten sind so Seiten, also im Prinzip ja, ich glaube für Faucet, ich weiß gar nicht, ob es da eine konkrete Übersetzung gibt, also letzten Endes, ihr meldet euch dort an mit einer E-Mail-Adresse. Ich erkläre das auch in den alten Videos, wenn ihr das machen wollt, wie das funktioniert. Ihr meldet euch da mit einer E-Mail-Adresse an. Mit der gleichen E-Mail-Adresse registriert ihr euch bei CoinPod. Es gibt halt verschiedene Faucet-Seiten, die ihr da jetzt nehmen könnt. Und ihr generiert dann im Prinzip Bitcoin. Und ihr könnt, beziehungsweise Satoshi, ihr könnt das alle 5 Minuten, könnt ihr hier da so einen Capture lösen. Und dann könnt ihr Free Satoshi dort bekommen. Das Ganze wird im Prinzip hier rein finanziert durch die Werbung, die man sich hier anschaut. Und ich empfehle euch da auch immer einen guten Pop-Up-Blocker zu nehmen, der jetzt hier für euch wirkt. Ich glaube, das hier, ich habe hier bei Firefox den Pop-Up Blocker Ultimate, den kann man frei runterladen und der verhindert dann einfach, da kommt dann immer hier oben so ein gelber Streifen, der verhindert dann einfach, dass hier dann zig Seiten geöffnet werden. Man kann diese Faucets relativ schnell durchklicken, man kann sie, hier seht ihr das, genau, hat hier 4 Pop-Up-Fenster, also das wäre schon so eine lästige Sache, na, das funktioniert dann ganz prima, ist ja dann hier nur sowas, was man wegklickt und man kann hier alle 5 Minuten kann man das machen und kann, das ist im Prinzip, ja, es ist Free Money, es ist zugegebenermaßen, es ist nicht wirklich viel, es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie oft man am Tag das natürlich macht. Ich habe quasi diese Seiten hier im eingeloggten Zustand, habe ich die abgespeichert, habe die hier hinterlegt in diesem Fenster, dann gehe ich einmal auf alle Tabs öffnen und dann werden die im eingeloggten Zustand, dann muss man nicht jedes Mal das Passwort eingeben, beziehungsweise die E-Mail eingeben, sich dort anmelden und dann ist das wirklich eine Sache von 2-3 Minuten, die man noch mal eben machen kann und weiß ich nicht, bevor man das Haus verlässt, bevor die Frau mit dem Schminken fertig ist oder was weiß ich nicht was, das kann man dann auch schnell tun und Bonus Bitcoin und Bitfun kann man alle Viertelstunde machen, dafür sind dann die Erträge hier auch wesentlich höher. Wie gesagt, ich erkläre das alles in den Videos, schaut das euch mal an. Ich habe jetzt hier wieder auch mit Unterstützung von ein paar Leuten, die jetzt so meine Links benutzen. Zum Beispiel bei Bitfun gibt es, wenn da jemand auch einen Link nutzt, gibt es 50%. Also danke dafür, 50% von dem Claim. Und ansonsten, ne, ihr seht das hier, da, die habe ich jetzt eben hier selber noch gesammelt. Und ansonsten von den anderen Seiten gibt es 25%. Also das ist dann jetzt nicht wirklich viel, ne, wenn einer jetzt 4 Satoshi einsammelt, jetzt hier zum Beispiel auf dieser Seite, ja, und ich würde das jetzt hier machen, dann wäre, da würde ich dann, würde man dann 1 Satoshi als, ja, als Raffle-Bonus bekommen. Das ist nicht wirklich viel und das, was man selber claimt, liegt deutlich über dem, was man im Prinzip von anderen bekommt, aber es ist trotzdem eine nette Sache und ich freue mich dann natürlich, wenn ihr mich da unterstützt oder diesen Link nehmt, aber wie gesagt, ihr müsst das nicht, ihr kennt das. Worum geht es jetzt heute? Das war jetzt nochmal schnell die Kurzfassung für die Leute, die nicht wissen, was CoinPod ist. Jetzt machen wir kurz, was ist neu. Und zwar CoinPod Lottery. Ja, beziehungsweise wir können mal hier auf die Meldung vielleicht noch gehen vorher. Und zwar seit dem 28., also seit 2 Tagen, gibt es die sogenannte CoinPod Lottery. Also, was ist das? Ihr bekommt Lose. Und zwar für das Claimen von diesen ganzen Seiten, also die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind da alle mit dabei. Wenn ihr selber claimt, bekommt ihr pro Claim 3 sogenannte CoinPod Token.
Das sind dann im Prinzip Lose. Und für jeden Claim, den also ein Referral bei euch macht, bekommt ihr ein Coin pro Token. Ihr könnt die auch hier minen, wie diese anderen, auch indem ihr euren Rechner im Hintergrund laufen lasst. Ob sich das jetzt lohnt, habe ich noch nicht ausprobiert. Bei den Währungen hier lohnt sich das eigentlich nicht, da den Rechner jetzt so laufen zu lassen. Also da ist es einfach, ich claim das nur und fertig. Würde ich euch jetzt vielleicht nicht empfehlen. Und ja, was könnt ihr damit jetzt machen? Ihr könnt es zum einen umwandeln, diese CoinPort-Tokens, in irgendeine dieser Währungen hier, also entweder Bitcoin Core, Bitcoin Cash, Dogecoin oder Litecoin. Ich glaube, Dash ist wahrscheinlich auch dabei. Und das könnt ihr dann machen. Oder ihr könnt diese Tokens nutzen, und zwar für eine Lotterie. Ja? Diese Lotterie läuft jede Stunde. Und die Lotterie besteht im Prinzip daraus, jede Stunde werden im Prinzip diese Token eingesammelt. Wir können uns das mal hier anschauen, wie das aussieht. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt hier 17:56 Uhr und wir könnten jetzt hingehen und hier 1000 Tickets kaufen. Und im Moment sind hier 5, ihr seht das auch wieder schnell, das sind 525.000 Tickets drin. Also es sind hier so viele Token, sind jetzt quasi von anderen reingeschmissen worden. Also man wirft alle, die das jetzt machen, ne, steht ja auch 3 Minuten left, alle, die das machen, schmeißen quasi ihre Coin-Pot-Token in den Topf. Dann wird gezogen, also jeder hat eigene REF-ID. Ja, meine steht hier unten. Und wie funktioniert das jetzt? Also zur vollen Stunde wird dann im Prinzip ausgelost und dieser komplette Pot wird dann aufgeteilt. Also diese Tokens hier, die von allen, die im Pot sind, und CoinPot schmeißt auch nochmal zusätzlich 1000 Tokens dabei. Ja, die legen die einfach so dann nochmal drauf. Ist jetzt nicht viel, wenn man jetzt diese Summe hier sieht, aber ich finde es einen netten Zug, warum auch nicht. Und hier steht dann auch, was man dann bekäme, das ist hier in Gelb ein bisschen schlecht lesbar, und zwar der Erste, der bekommt die Hälfte von dem Pot. Und der Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, die bekommen jeweils dann die anderen Prozent, also jeweils, nee, fünf Finder sind sogar der Sechste dann, bis zum Sechsten, die bekommen dann jeweils 10% der Token. Und dann wird es dann auch ausgelost. Also würde man jetzt hier draufklicken, habe das gestern mal gemacht, aber ich sammle jetzt hier, glaube ich, erstmal noch ein bisschen, bis vielleicht meine Gewinnchance auch mal ein bisschen höher ist. Ich glaube, ich habe gestern irgendwie 100 Tokens gekauft und dann war da meine Gewinnchance bei 0,02% oder sowas. Na, da steht dann hier Tickets bought so far und dann steht dann die Gewinnchance. Ist natürlich recht wenig, ne? Also das ist natürlich klar. Ich meine, man kann hier dann 299.000 Token bzw. 300.000 und 507 waren in dem Pot, wegen der 1000, die da nochmal beigelegt werden. Was habe ich jetzt gesagt? 507. Geben wir das mal hier ein in Satoshi. BTC wäre schön. Naja, immerhin, es sind 20 Dollar. Ja, also man kann dann, also der ganze Pot besteht, hat jetzt eben aus 20 Dollar bestanden. Davor war er auf 775. Man kann dann natürlich auch so ein bisschen schauen, ne, je nachdem, um wie viel Uhr man das macht, kann man natürlich auch da seine Chancen erhöhen. Weil wenn ich jetzt hier 1000 Token für gekauft hätte, also eingesetzt hätte, also ich setze die ja nur ein, die ich umsonst bekomme, ja. Ihr müsst da kein extra Geld reinwerfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen. Dann sind hier die Chancen natürlich, ja, nicht so hoch wie hier, wenn nur 300.000 dabei sind, ja. Also von daher, ist das hier, kann man sich das dann hier mal selber ansehen, ob man da jetzt mitmachen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das, was ihr noch machen könnt, ist entweder die hier zu minen über den PC, ob sich das lohnt. Ich will es mal bezweifeln, ehrlich gesagt. Und ihr könnt das aber auch umtauschen.
zum Beispiel jetzt in Bitcoin oder in eine der anderen Währungen, geht ihr auf Maximum. Ich hätte jetzt hier 1434 Token und dann wäre ich jetzt hier bei 2071 Satoshi. Das ist ungefähr eine, oder das ist ziemlich genau eine Umrechnung von 1,4. Ja, also ihr bekommt quasi das 1,4-fache in Satoshi dann raus. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Wir können es mal, was waren das? 2000 Satoshi waren das, glaube ich, jetzt, ne? Ich hab's, was habe ich jetzt irgendwie? Heute ist nicht so mein Tag. 2071 Satoshi, so. Das sind jetzt immerhin 14 Cent. So. Geht der Bitcoin mal wieder auf 20.000, ja, dann sind das nicht 14 Cent, dann sind das 45 Cent von dem jetzigen Kurs ausgerechnet oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ne, so überschläglich. Und von daher, das ist einfach Free Money, was ihr dann noch habt. Ihr könnt das dann euch auch auszahlen lassen. Hier nochmal kurz zu Exodus. Hier gehen auch so ein paar Mining-Erträge von so kleinen Mining-Dingern, die ich da habe in Litecoin, die gehen hier noch rein an das hier, die 0,01. Und wo ist der nächste? 0,01 hier, 0,02. Das sind hier diese Erträge hier, die ich von CoinPod in der letzten Zeit mir jetzt habe auszahlen lassen. Ich habe jetzt ein bisschen gesammelt. Und ansonsten, ja, das ist neu. Ob ihr da die Tokens einsetzt in der Lotterie und sagt, Mensch, ich gewinne hier die Tokens, müsst ihr selber wissen. Ich glaube, über die Zeit ist es vielleicht eher cleverer, die umzuwandeln in Bitcoin oder in Litecoin, also in Litoshi oder in Satoshi umzuwandeln und einfach die paar, das sind nur vielleicht 10, 20, 30 Cent, aber wenn man das über jeden Tag rechnet und jede Woche, jeden Monat im Jahr und man rechnet dann damit vielleicht, dass der Bitcoin vielleicht am Ende des Jahres vielleicht doch bei 50.000 steht, ja, dann reden wir auch auf einmal von ein paar Euro, ja, und wenn ihr jetzt mal überlegt, wie viel Zinsen ihr auf eurem normalen Girokonto bekommt, und dann seht, was ihr hier umsonst so einfach bekommen könnt, dann ist das eine Sache, die meiner Meinung nach schon ein paar Minuten am Tag der Zeit, ja, wo man die investieren kann. Da kann man natürlich nicht seinen Job von kündigen oder von leben oder sonst irgendwas. Das ist einfach umsonst, wenn man eh am Rechner sitzt, bevor man den ausmacht, schnell nochmal alle fünf Fosses durchklicken, fertig und dann ist alles ist gut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst mir ein Like da. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine Links benutzt und euch dann bei CoinPod oder diesen Fosset-Seiten anmeldet. Aber wie immer, ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt auch normal natürlich dann auf diese Seiten draufgehen. Und wenn ihr sagt, naja, das ist eigentlich nichts für mich und halte ich für reine Zeitverschwendung, dann ist das auch okay. Ich kenne halt viele, die es machen. Viele Freunde von mir haben sich dort angemeldet und das ist. Ja, das ist einfach ein nettes Klicken und vielleicht für den einen oder anderen auch so kann das so ein kleiner Einstieg in Krypto sein. Da kann man so ein bisschen was sammeln. Und wer weiß, wo mal der Bitcoin steht und wenn er vielleicht wirklich 2025 bei 1 Million Dollar steht, der Bitcoin, dann ärgert ihr euch jetzt vielleicht, warum ihr nicht da die Zeit investiert habt. Und wie gesagt, ich werde mich nicht ärgern, ich mache das weiterhin. Und ansonsten wünsche ich euch noch frohe Ostern. Und macht's gut, bis demnächst.